Schönen guten Tag, mein Name ist Peter Wittfeld und in diesem kleinen Video soll es um das Thema Kaffee gehen. Seit Übernahme des Geschenkhaus Waldmann im Jahr 2012 bieten wir neben dem normalen Sortiment auch hochwertigen Kaffee an. Bevor wir ihn schlussendlich genießen können, hat er eine weite Reise und viele Bearbeitungsschritte hinter sich. Die Anbaugebiete liegen dicht am Äquator zwischen 25 Grad nördlicher und 25 Grad südlicher Breite. Bei uns bekannt sind die beiden Kaffeevarianten Arabica und Robusta. Arabica-Kaffees gelten als hochwertiger, bieten einen harmonischen Geschmack bei niedrigem Koffeingehalt. Allerdings stellen sie hohe Ansprüche an Anbau und Kultur. Sie verlangen konstantes Klima, aufmerksame Pflege und gedeihen nur in Höhenlagen von ca. 600 bis 2000 Meter. Unser Kaffee besteht zu 100% aus Arabica-Bohnen. Es werden keine chemischen Düngemittel oder Pestizide verwendet und der Kaffee ist biozertifiziert. Im Gegensatz zum industriellen Strippen der Äste werden die einzelnen Kirschen nur im reifen Zustand handverlesen gepflückt. Nach der Ernte werden die Kaffeekirschen direkt entpulpt und unter fließendem Wasser gewaschen. Nach dem Waschen wird der Kaffee getrocknet und von Hand sortiert. Diese Aufbereitung garantiert die volle Ausprägung der verschiedenen Aromen. Nur die größten und besten Bohnen werden nach Deutschland exportiert. Da dieses Verfahren sehr personalintensiv ist und zudem teuer, haben sich die Farmer meist zu Genossenschaften zusammengeschlossen. Das Entpulpen und Sortieren wird in kooperationseigenen Anlagen durchgeführt und die Farmer profitieren von der längeren Wertschöpfungskette. Sie kontrollieren so auch die Qualität des Rohkaffees vom Anbau bis zur Verschiffung. In Deutschland erfolgt die Weiterverarbeitung durch Mitglieder der Deutschen Röstergilde in traditionellen Röstverfahren. Dabei wird der Kaffee im Gegensatz zur Industriekaffeeröstung im Langzeitverfahren zwischen 14 und 25 Minuten und mit bis zu 230 Grad Celsius relativ niedrigen Temperaturen geröstet. Dadurch bildet sich ein vom Charakter her schwerer und sehr aromatischer Kaffee. Das Röstverfahren bietet der Kaffeebohne genügend Zeit, ihr volles herkunftslandtypisches Aroma zu entwickeln. Denn ähnlich wie beim Wein bestimmt der Boden entscheidend den Geschmack des Kaffees. Die für den Magen schwer erträglichen Chlorogensäuren werden durch die schonende Röstung deutlich abgebaut und das Zwicken im Magen unterbleibt. Der Kaffee ist magenfreundlich und das ohne, wie bei auch immer behandelten Schonkaffees, an Aroma zu verlieren. Die für uns beste Art, den Kaffee zuzubereiten, ist die Zubereitung in einer French Press. Dabei kommt der Kaffee nur mit geschmacksneutralen Gegenständen in Berührung. Das heißt, kein Papierfilter vermiest den Geschmack. Die hier gezeigte French Press ist langlebig. Wir haben sie jetzt seit circa 3 Jahren in Benutzung und sie funktioniert nach wie vor tadellos. Einzelne Teile sind auch austauschbar, wie beispielsweise das Sieb. Bislang war das aber noch nicht nötig. Dass die Kaffeebohnen frisch gemahlen werden sollten, versteht sich von selbst. Und hier ist eine elektrische Kaffeemühle mit einstellbarem Mahlgrad sehr vorteilhaft. Es funktioniert aber auch mit Omas altbekannter Handmühle. Der Mahlgrad sollte etwas grober eingestellt sein, sodass sich das Kaffeemehl nachher nicht durch das Sieb drücken kann und der Widerstand beim Runterdrücken nachher nicht zu groß wird. Das Kaffeemehl wird dann in die Kanne geschüttet und mit nicht mehr kochendem Wasser, dieses sollte so etwa 96-97 Grad haben, aufgegossen. Anschließend dann einmal mit dem Löffel rumrühren und circa 4 bis 4,5 Minuten ziehen lassen,
Das kann man gut ausprobieren, das ist nämlich auch ein bisschen Geschmackssache. Schlussendlich jetzt mit dem Stempel das Kaffeemehl runterdrücken, eine schöne Tasse nehmen, den Kaffee ausgießen und dann nur noch genießen. Sollten Sie weiteren Informationsbedarf zum Thema haben, dann rufen Sie uns einfach an, schicken uns eine Mail oder besuchen Sie uns im Laden. Vielen Dank, bis dann. Tschüss.